Hallo zusammen, hier sind wir wieder zurück bei Death Stranding. Ich bin eure Ninja, der Sam, der hat ein bisschen geschlafen. Ich hoffe ja, dass sein Akku jetzt mittlerweile aufgeladen ist. So, steh mal auf. Ja, noch ist er nicht ganz aufgeladen, der Akku. So, und da wir jetzt ja schnell sein müssen, würde ich sagen, packen wir erstmal alles, was wir nicht brauchen, in den Spind. So. Das machen wir. Da brauchen wir keine Leiter. Eine Kletterverankerung nehmen wir mal was mit. Eine zumindest. So. Den packen wir auch da rein. Schwupp. Dann gucken wir mal. Ach so, wartet mal. Ausrüstung herstellen. Eine Sauerstoffmaske, Gute Idee. Die filtert die Luft und du kannst normal weiteratmen. Sie schützt dich nicht nur vor giftigen Gasen. Anstrengungen laugen dich weniger aus, sodass du dein Gleichgewicht leichter halten kannst. Wäre die Akkulaufzeit nicht begrenzt, würde ich dir raten, sie ständig zu tragen. Das ist sie aber. Deshalb tu das nicht. Okay, dann nehmen wir mal eine mit. So. Bestätigen. Jetzt gucke ich nochmal hier nach den Skeletten. Nee. Nehmen wir mal ein neues mit. So. Die nehmen wir mit. Auf dem Rücken tragen. So, optimieren. Warum sind jetzt hier die ganzen Kletterverankerungen wieder mit? Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe das irgendwie gerade nicht richtig gemacht. So, das Ding kommt in den Spind. So. Machen wir das von hier. Das. Das, das. Das. Ab in den Spind. So, ist gut. So sieht er besser aus. Jetzt haben wir nämlich nicht mehr ganz so viel auf dem Rücken. Da müssen wir natürlich noch den Auftrag annehmen. Ah, hier sind ja ein paar Aufträge mit den Bots. Kann man noch machen. Mann, komplett kaputt gemacht. Ach, diese Dinger. Naja. Okay, da gibt es keine mehr. Nur für Sam. Da einmal hin und einmal wieder zurück. Ja, da haben wir ja schon mal einmal mit. Mal so eine neue Blutgranate hier noch mitnehmen. So. Da zwei Sauerstoffmasken. Ja, nur Quatsch. Ab in den Spind. So. Da ich jetzt nicht weiß, ob da Schnee ist oder nicht, lassen wir mal diese Wärmepads dran. Auftrag zugewiesen. So, dann gucken wir uns das mal hier an. So, da ist ein Turm. Das ist schon mal ganz gut. Über den können wir ja dann auch gucken. Wo wir vielleicht das Ding finden könnten.
Schau mal, auf dem Rückweg könnten wir uns sogar noch hier ein bisschen ausruhen. Da ist der Turm. Ein Warnschilder, dass wir da runterfallen könnten. Das ist aber schön. Verstand sie. Sims Akku ist natürlich mega leer, aber gut, okay. Aber wisst ihr was? Wir müssen ja eigentlich schnell sein. Das heißt, ich werde jetzt doch den Sam erstmal kurz sich ausruhen lassen. Also einmal kurz runter in den privaten Raum und dann wieder hoch. Ich glaube, das bringt uns mehr, als wenn wir ihn jetzt hier sich dann komplett erschöpfen lassen. Der Akku leuchtet nämlich schon wieder rot. So. Geh mal dahin. Geladen. Ja, so ist doch viel besser. Aufgewärmt ist er auch komplett. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Ich glaube, das mit der Flasche, das kennen wir schon. Meinetwegen liegt sie hier. Bleiben nur noch wir zwei, Bibi. Ich habe nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. So, jetzt sollte das vielleicht leichter gehen. Der Akku ist voll, Sam kann wieder besser laufen. Seht mal, vielleicht viel flinker unterwegs. Jetzt wieder zurück zum Wachturm. Und dann suchen wir damit mal dieses Ding, was wir brauchen. Wow. Thank you.
So, da sind Chemikalien. Nee, brauchen wir nicht. Steht da Geologe? Ha. Kletterverankerung, Metalle, spezielle Legierungen. Leiter, Blutbeutel, Wetterstation Mountain Lot City. Ha. Das? Ja, das sind so eine Online-Dinger. Da sind Kletterverankerungen, die können wir ja nutzen. Ja, fast schon vorstellen, dass wir da runter müssen. Und ich befürchte fast, dass wir da gar nicht mal wirklich was finden werden. Denn der hat ja gesagt, die sind gar nicht beschriftet. Hier! Da, schaut mal. Haha, gefunden. So. Dann würde ich mal sagen, setzen wir jetzt erstmal hier diese Maske auf. Wenn ich sie dann finde. Otterkapuze? Nee. Mütze? Nee. Tiefskelett. Sauerstoffmaske, da ist er. Wie sieht er aus, der Sam? Wie ein Astronaut. Schick. Hier irgendwo war doch. Ach, der ist da hinten. Ach, was soll der Geiz? Wir hauen hier jetzt die Kletterverankerung rein, hier eine. Ich hab. Unser in die Giftgashölle. Und da liegen auch schon unsere Behälter, die wir brauchen. So. Oh. Ach, nicht Boxen sind. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf. Okay, wir haben fünf Behälter. Ist die Frage, kommen wir da wieder hoch? Ja. Und hoch geht's wieder hier. So schlimm war es jetzt ja nicht. Sam schnauft hier wie so ein kleines Walross unter der Maske. So, lass los das Seil. Und dann würde ich sagen, absetzen das Ding. So, es hat nie auf den Rücken tragen. Und dann bringen wir das Zeug jetzt mal zurück. Und dann haben wir ja schon die ganzen Pakete. Fünf Stück waren es, die haben wir alle gefunden, lagen relativ dicht am Wachturm. Und dann müssten wir von hier ja einen Auftrag mitnehmen. Hieß es. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen.
Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Oh. Wache geprüft. Da. Oh, wo sind wir denn hier? Falsch. in sein persönliches Lager reingerannt. Das ist jetzt aber richtig hier. Das Bibi uns eigentlich ausgelacht. Das hat so gelacht gerade. So. Was. Haben wir doch gut und schnell geschafft, würde ich sagen. Paläontologe hat die Daten für folgende Ludensmaske Brillengestellfarbe zur Verfügung gestellt. Vulkanorange. Na super. Noch mehr Vulkanorange, Rucksackfarbe. Okay. Einen Ammoniten mit einer echten Nabelschnur. Ich habe Hartmann über das Netzwerk schon einige Bilder und eine vorläufige Analyse geschickt. Interessanterweise enthielten die umgebenden Schichten Spuren von Teer, was eine seiner Theorien untermauert. Wie dem auch sei, ich weiß, du hast diesen Ammoniten gerade erst hergebracht, aber ich möchte, dass du ihn einer Kollegin zustellst, einer Evo-Devo-Biologin. Sie interessiert sich seit geraumer Zeit für Teer. Und ich glaube, sie würde dieses Exemplar gerne untersuchen. Ziemlich bemerkenswert. Hab vielen Dank. Genauer gesagt, untersucht sie, wie der Teer die Entwicklung verschiedener Organismen beeinflusst haben könnte. Von daher möchte ich dich außerdem bitten, die Teersammler in der Nähe ihres Bunkers zu holen und sie ihr mit dem Ammoniten zu bringen. Es wäre zu gefährlich für sie, sie selbst zu holen. Darum müssen wir diese Aufgabe dir aufbürden. Indem wir ihr helfen, kommen wir den Geheimnissen des gestrandeten Todes vielleicht einen Schritt näher. Die vom Netzwerk wiederhergestellten Daten haben uns schon so sehr vorangebracht. Und wenn du uns weiterhin hilfst, können wir noch mehr erreichen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Bevor wir diesen Auftrag annehmen, möchte ich jetzt mal was ausprobieren. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie das aussieht mit diesem eingefärbten Rucksack. Das funktioniert natürlich nur im privaten Raum. Darin werde ich finden. Wie die Brille aussieht, ist mir relativ egal. Die möchte ich nicht aufsetzen unbedingt. Aber der Rucksack, den sehen wir ja sowieso die ganze Zeit. Und dann können wir natürlich auch gleich Sams Akku wieder komplett aufladen. Denn die nächste Aufgabe scheint ja doch wieder etwas Größeres zu sein.
Also so wirklich die Rucksackfarbe habe ich jetzt nicht irgendwie entdeckt. Ausrüstungsregal vielleicht irgendwie, dass man da erst drauf muss. Farbschema ändern. Ah, hier. Mütze, Sonnenbrille. Nee, der Rucksack ist jetzt nicht dabei. Okay, naja, ich würde sagen, Lou und Sam dürfen sich kurz noch ausruhen. Sam darf eine Runde duschen gehen, darf noch mal eine Runde schlafen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Biologin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.